Liebe Weinfreunde, der nächste Wein, den ich euch vorstelle, ist aus Italien. Wir sind jetzt im Lazio, also zu Deutsch im Latium, wird oft bezeichnet als der Weinkeller Roms wegen seiner unmittelbaren Nähe. Und man kann wirklich von diesem Weingut, da gibt es ein tolles Restaurant, kann man auf Rom schauen. Sehr, sehr schön, sehr empfehlenswert, da mal vorbeizuschauen. Wir haben im Latium ca. 30.000 Hektar Anbaufläche, vorwiegend weiße Rebsorten entspringen dort. Wir haben jetzt den Antico Ceppo, so heißt die Linie. Der Wein nennt sich Tres, das ist eine Cuvée aus Trebbiano und Malvasia Bianca, was sehr aromatische und fruchtige Rebsorten sind. Wir haben hier Anklänge von Blütenaromen, von gelbem Apfel, Pfirsich und alles, was noch frisch und fruchtig ist, ist mit drin. Ein toller Speisebegleiter, zum Beispiel zu hellem Fleisch mit ein bisschen Sahnesoße, Salzkartoffeln. Da könnte ich ihn mir sehr, sehr gut vorstellen. Viel Spaß damit, zum Wohle!